Ja, guten Tag, meine Lieben. Willkommen zurück. Und ja, die Sicht war jetzt sehr seltsam. Aber nur gut. Ja, wir haben das letzte Level in der Antarktis geschafft und jetzt sind wir immer noch leider in der Antarktis und zwar in dem Level Bergwerk RX-Tech oder ja, wie die Firma auch hier heißt. Ja, und das Level ist verflucht lang. Also ich empfinde es als sehr lang. Ich kann das auch nicht so gut leiden. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Genau, man muss sechsmal die Türe hören und dann muss man zurücklaufen, denn sonst laufen wir ewig im Kreis. Als ich das zum ersten Mal gespielt habe, das Level, da wusste ich, hä? Ich laufe die ganze Zeit nur im Kreis. Und ja, ich wusste nicht, wie ich weiterkommen sollte, aber irgendwann habe ich es herausgefunden. Hier gibt es noch einen Kriechgang. Ja. So. Lara, wieso kriecht die nicht? Ach, natürlich, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, ich werde das Level in einem durchspielen. Und ja, ich schätze mal, es wird drei Parts von dem Level geben. Aber ich bin mir nicht sicher. Können noch vier Stück werden, aber alle höchstens drei Stück. So. So, Lara, du musst ganz vorsichtig sein, ne? Oh, hört ihr das Geräusch? Ich meine nicht die Hintergrundmusik, ich meine dieses komische Schleichen. Oder keine Ahnung, wie man es nennt hier. Und ja. So, ganz vorsichtig, sonst ist Lara tot. Hui. So, dann drehen wir uns mal um. Ja. Sind wir mal hier bei zwei Mutanten, aber wir sind hier sicher. So. Wo ist unser Kumpel? Da müsste doch eigentlich einer jetzt kommen. Ach, da ist er ja. Ich wollte schon sagen, wo ist der? Ja, natürlich. Er besiegt sie für uns, das ist sehr nett. Allerdings darf man diesen Typen nicht abschießen, denn dann ist er nicht mehr auf unserer Seite und das wäre ja nicht gerade sehr toll. Und ja, bevor ich hier rausgehe, eben die Munition hier aufheben. So. Dann ist das wohl klar, dass ich hier den Schalter betätige. So. Und dann auf ins Abenteuer in diesem Bergwerk, worauf ich keine Lust habe. Ich konnte das noch nie leiden. Na, aber egal, ich schaff das. Na, Kumpel. Aua! Er hat mich gehauen. Habt ihr gesehen? Schon wieder. Ah, Hilfe! Ah! Ich glaube, Hilfe, der betatscht mich. Was willst du? Ich könnte dich locker abschießen, aber das mache ich nicht. Fass mich nicht nochmal an. Sonst gibt es Schläge hier. Und zwar mit den Waffen. Schieße ich dich ab hier. Ja, es bleibt wieder hängen. Ja. Hier sind diese ganzen Minenloren. Einmal, es gibt drei Wege. Einmal hier in der Mitte, wie ihr seht. Dann unten nochmal und ganz oben. Und ja. Hier müssen wir eigentlich rein. Hier ist was drin. Ich habe leider vergessen, was ich glaube. Ne, eine Kurbel war das nicht. Ich glaube, ein Brecheisen. Ne, das Brecheisen müssen wir hier benutzen. Ach nee, das war irgend so eine Sicherung. Ach, ich weiß es nicht. Das ist zu lange her. Och. Da ist ja jemand. Hui. Zum Glück kommt er hier nicht rüber. Pistolen dauern zu lange, um den zu erschießen. Ich nehme das Gewehr mal, das benutze ich so selten. Du sollst auch. So. Wow, wow, wow. Ich dachte schon, der hätte mich getroffen. Das war verflixt nah. Aber sowas von nah. So, hier sind keine weiteren mehr im Raum. Doch, ganz oben. Ich habe das Gefühl, ich laber und laber.
Ich sollte vielleicht mal zwischendurch Pause machen, um Luft zu holen. Hui! So, lava. Dann wollen wir mal in die erste Minenlore gehen. Das wird bestimmt lustig. Hallo. Ja, von hier aus natürlich. Und ich werde speichern. Ihr werdet gleich sehen, warum. So, Spiel sichern. Ja, bleib ruhig hängen. Mach. So. Wie war das? In der Minenloche können wir uns ducken. Dann können wir einmal schlagen. Und ja. Ich möchte aber bremsen. Wie ging das nochmal? Ich weiß es nicht. Das ist sehr schlecht. Denn ich brauche das. Wären wir jetzt geradeaus runtergefahren, dann wäre Lara tot. Ach stimmt. Oh. Hier sollte ich vielleicht nicht bremsen. Ah gut, auf alt bremst man. So. Perfekt. So, dann steig mal aus hier. Oh, ein Kristall. Brauche ich den? Ach ja. Ich brauche den eigentlich schon, ne? Ja, dann hole ich den mir. Dann können wir auch gleich mal gucken, was hier abgeht. Hui. Ja. Das ist wahrscheinlich hier in der Mitte. Wenn man die Lore in der Mitte nimmt, dann fährt man hier lang. Man weiß es nicht. Wir werden sehen. So, ich komme bestimmt auf die andere Seite. Ich weiß, ich muss da eigentlich da rein, aber ich möchte mich erstmal hier umgucken. Oh, wow. Das war die falsche Taste. So, hier hoch kann man ja eh nicht. So. Ja. Da brauchen wir nicht runter. Da fahren wir ja eh gleich wieder lang. So, und da hoch können wir eh nicht, außer mit der Minenlore. Aber nie. Ich wusste es. So, Lava. Bitte schnell auftauchen. Wo kann ich auftauchen? Kann ich hier auftauchen, bitte? Yep. Wow. Ich dachte schon, sie stirbt an Unterkühlung im Wasser. Aber dem ist nicht so. Ha. Oh Gott. Diese Stelle hier. Ich finde die so gruselig. Ganz ehrlich. Okay, hier geht's ja noch, aber ihr werdet gleich sehen, warum ich so gruselig finde. Ich erschrecke mich an der Stelle immer so. So, und da kommen wir ja wieder raus. Huch. Oh, wow. Das tat sehr weh, aber hat nichts abgezogen. So. Ich glaube, hier. Ja, hier. Oh Gott. Leute, ich möchte da nicht runter. Ach man, ich glaube. Jetzt habe ich den weiten Weg zur Fackel hier gemacht, ey. Es ist nämlich sehr, sehr dunkel da unten. Und ich werde auf jeden Fall speichern, falls ich. Ja, ihr wisst schon, sterbe. Und ich glaube, ich sollte die Desert Eagle unten nehmen. Bleibt das Spiel jetzt hängen bei der Musik? Oh Gott. Ich traue mich gar nicht weiterzugehen, ganz ehrlich, ne? Da müssen wir hin. Oh Leute, ich mag das nicht. Oh nein. Ich werde gleich sehr überrascht werden. Oh, es ist dunkel. Naja, es geht. Boah. Seht ihr, ich habe mich erschrocken und trotzdem wusste ich, was da auf mich lauert. Hilfe! Stirb, bevor du mich erreichst! Oh mein Gott. Leute. Und zwar war ein kleiner Piepschrei von ihr. Ja, so erschrecke ich mich halt.
Ich glaube, da kommt jetzt noch einer, oder? Hallo? Ist da jemand? Oh, Leute, ich hasse das Level. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es wie die Pest. Schnell hier runter. So. Na klasse, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Das schreit nach einer Fackel. Oh, ich finde das so schlimm, immer ins Menü zu gehen, um die Fackel anzumachen. Aber irgendeine Taste geht, wo die dann direkt... Hallo? Sie macht die Fackel nicht an. Hä, wieso macht sie die Fackel nicht an? Moment mal. Hä, das ging doch eigentlich in der Hocke, oder nicht? Okay, es geht nicht. Aber das ist sehr schlecht. Hallo? Es tut sich gerade gar nichts. Leute, sie hängt fest. Ah, das geht doch mal gar nicht. Ich glaube, ich muss das nochmal neu. So, ich habe ja hoffentlich zum Glück gespeichert. Ja, aber leider hier. Egal. Das sind nämlich Sachen unten. Aber weißt du was? Ich kriege da nicht nochmal runter. Ist mir egal, ob ich da Sachen verpasse. So, dann nehmen wir nochmal die Desert Eagle. Mensch, Mensch, Mensch. So, und kommt der. Stirb, stirb, stirb. Diesmal habe ich mich nicht erschrocken. Ha. So. Geräusch, furchtbar. Und ich hasse immer noch diesen Gang. Ich finde ihn so gruselig. Ich habe immer Angst, was um die Ecke kommt. Hier wahrscheinlich jetzt, oder? Huch. Wow. Es ist sehr dunkel. Ich sehe rein gar nichts. Ich sehe gerade nur noch Laras Atem. Oh Mann, ey. Komm, Lara. Schnell hoch. Oh, es ist Totenstille. Ach, ich wollte schon sagen, wo ist denn die Hintergrundmusik hin? Ja. Und wie so oft, wenn Lara klettert, hängt uns der Arsch von Lara im Bildschirm. So. Sorry, Arsch sagt man nicht. Man sagt ja Popo. Ne? Oder Po oder Hintern. Okay. Wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ja, da vorne muss ich rein. Ich mach mal hier auf. Kommt da jemand? Nö, es kommt niemand. Aber vielleicht gleich. So. Da ist nichts, oder? Ich weiß gar nicht, ob das eine Wand oder eine Tür ist. Keine Ahnung. So. Betätigen wir mal hier den Schalter, damit wir hier vorankommen. Ein weiterer Kriechgang, wo ich jetzt hoffentlich nicht stecken bleibe. Also immer wenn ich jetzt im Kriechgang bin, ich werde niemals eine Waffe nochmal ziehen oder ich werde niemals wieder eine Fackel anmachen. Hat man ja gesehen, was da passiert. So, wir sind jetzt in diesem Raum. Ja. Wo
ich mich gleich auch sehr erschrecken werde, obwohl ich weiß, was passiert. Oh, Leute. Ich werde mich so oft erschrecken hier in dem Level. Seht ihr, da lauert jemand. Kann er allein die Tür aufmachen? Ja, na toll. Ein Riesenmutant. Die sind viel schlimmer als diese kleinen Mutanten, die auf dem Boden kriechen. Hä, wo ist der denn jetzt? Hallo? Wo bist du? Möchtest du denn nicht rauskommen? Ich möchte dich doch nur erschießen, damit du mich nicht auffrisst oder zerstückelst oder was auch immer. Na, jetzt kommt er natürlich. Stirb! Ha! Tja, damit hast du wohl nicht gerechnet. So. Erstmal bleibt das Spiel hängen, wie so oft. Ah, die Musik. Sehr schön. Ja, was will die Musik uns damit sagen? Natürlich, wir müssen da runter. So, gucken wir uns erstmal hier um. Hier ist zwar nicht viel, aber man kann sich ja trotzdem mal umschauen. Man möchte ja alles sehen. So. Das ist vermutlich ein Kran. Ein sehr komischer Kran, wie ich finde. So. Gehen wir mal hier rum. Ach, ein bisschen Eisbaden. Das tut doch gut, ne? Das tut der Lara immer gut. Aber nur ein paar Sekunden. Oh, da ist die Kurbel. Und da ist der Zed-Eagle-Munition. Okay. Okay. Ja. Am besten hole ich die Kurbel zuerst. Dann schwimme ich wieder schnell hoch an Land, damit ich nicht erfriere. Und dann schwimme ich nochmal ins Wasser. Dann, ja, die Munition, die brauche ich. Ich habe nämlich sehr viel verschwendet jetzt. Ich habe nur noch 54 Munition von der Desert Eagle. Desert Eagle. So. Ich werde trotzdem mal speichern. Wer weiß, ob ich sterbe. Das kann ganz schnell gehen hier in dem Level. Hui. Schnell umdrehen, Lara. So, nimm die Kurbel mit. Und dann nichts wie raus hier. Schnell nach oben. So, schnell an Land. Ha! Ich hab's geschafft. So. Jetzt haben wir die Kurbel endlich. Ach so. Anlasser für die Winch. Winch, was ist denn eine Winch? Habe ich noch nie gehört. Naja. Immerhin. Wir haben diese Kurbel. Für mich sieht es wie eine Kurbel aus. Deshalb nenne ich sie auch Kurbel. Es ist wahrscheinlich auch eine Kurbel, aber wer weiß. Huch. So, ein bisschen warten, bis die Wasserenergie weg ist. Also, bis sie wieder voll ist. Dann haben wir nämlich mehr Zeit. So, komm schon. Na komm, na komm, na komm. Ach so, das war's schon, na dann. Schnell, schnell, schnell hier rein. Und schnell aufheben. Und schnell wieder hier raus. Aber das schafft die Lara. Aber natürlich. Warum sollte ich es jetzt nicht schaffen? Ah, cool. Desert Eagle Munition gibt immer 10 Munition. Das ist sehr schön. So. Ah, die werde ich... Mann, das Gewehr möchte ich auch sparen. Raketenwerfer möchte ich auch sparen. Granatwerfer sowieso. Harpune brauche ich eh nicht mehr in diesem Level. In gar keinem Level. So, ich glaube, ich nehme die MP5 mal, oder? Ja, nehmen wir mal die MP5. Die sieht doch ganz toll aus auf den Rücken. Ach, stimmt. Die verlieren ja auch Sachen. Ah, toll, da habe ich nicht geguckt, ob der da ganz unten was verloren hat. Egal, nochmal gehe ich nicht nach unten. Könnt ihr mir mal glauben. So. Ich habe Angst. Wow. Lara, bitte. Spring hoch. Das war doch toll. Stirb, stirb, stirb. Ach, klasse. Schade, er hat nichts verloren. Wow. Wow, was hat der denn für fette Füße, ey? Er hat die gleichen wahrscheinlich, ja.
Hier ein normaler Fuß mit einem Schuh und hier ein, ja, entstellter, ekliger, dicker Fuß, ekelhaft. Und ja, von dem Gesicht möchte ich gar nicht erst anfangen. Oh, er hat rote Ränder unter den Augen. Oh. Schön. Hat er ein bisschen rotes Make-up aufgetragen wahrscheinlich, ne? Ja, ist auch schön. Damit er wenigstens etwas hübscher ist, ne? So. Was ist hier? Nichts, hier ist nichts. Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht noch einer. Das wäre nicht cool. Ich habe Angst. Ich habe furchtbare Angst. Ach, cool. Ich habe so die Befürchtung, wenn ich jetzt hier lang gehe, dass da ein Mutant kommt. Ich werde mal speichern. Wie so oft, ne? Ich glaube, da kommt jemand, oder? Huch. Mensch hier. Lara, knall doch nicht überall gegen. Oh, Gott sei Dank. Es kam niemand. Hatte ich anders in Erinnerung. So. Ach, dann fahren wir mal wieder mit dieser schönen Minenlore. So, und jetzt muss man hier ganz gut aufpassen. Ist zwar lustig, wenn man die ganze Zeit hier runterfällt, aber man muss ein bisschen... Wow, ich dachte schon, die kippt um. Aber dem ist nicht so. Dem ist nicht so. So, dann betätigen wir mal hier den Schalter. Ach, das ist ja cool. Ein Kristall, der mir nichts gebracht hat. Ach, diese Musik. Ich liebe sie. So, und damit wären wir wieder am Anfang. Ja, dann können wir... Dann brauchen wir diese Minenlore gar nicht mehr benutzen. Das ist super toll. Wo gehen wir als nächstes hin? Ganz oben oder in die Mitte? Ach Quatsch, in die Mitte? Nee, in die Mitte muss ich erst zum Schluss. Lara, nicht runterfallen. So, in die Mitte. Das bringt mir ja nichts, wenn ich in die Mitte fahre. Ach, ich weiß es nicht mehr. Oder war es hier oben? Ich meine... Ich weiß es doch nicht. Es ist zu lange her. Ich meine, wir müssen hier hin. Und zum Schluss kommt die Mitte. So, dann werden wir mal ein bisschen Licht ins Dunkle hier bringen. Ach, das ist doch toll. So, hier. Gut, er hat mich nicht angespuckt. Oh, ein Kriechgang. Ja, da werden wir später noch hinkommen. Da müssen wir sogar hin. Und dahinter ist auch noch eine verschlossene Tür. Also vor der verschlossenen Tür ist das erste Geheimnis. Und hinter der verschlossenen Tür ist das dritte Geheimnis. Ja, das zweite Geheimnis. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr zählen. Was ist los mit mir? Ja, und das dritte, das finden wir am Levelende. Das dauert leider noch. Naja, vielleicht jetzt nicht so lang. Kommt drauf an, wie ich mich hier in dem Level schlage. Also ich finde, es zieht sich schon das Level. Aber wir gucken mal, ne? Ich werde das auf jeden Fall in einem durchspielen. Mal gucken. Ich denke mal, es wird 3 Cuts geben in dem Level. Mal schauen. Ich werde das Video in 3 Teile schneiden. Genau, mit einer Schere bestimmt. Nein. Ich würde das schneiden. Ja. Mal gucken. Speichern wir nochmal. Hier, Bergwerk. Ich bin froh, wenn ich aus dem Bergwerk raus bin, aber danach noch ein schlimmeres Level. Also meiner Meinung nach. So. Ich bin mal gespannt, ob das die richtige Minenlore ist. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Ich duck mich schon mal. Wow.
Okay, es war falsch. Ich muss doch in die Mitte. Oder? Ich meine, hier bin ich falsch. Ja, hier bin ich sowas von falsch. Deshalb werde ich nochmal das Spiel laden. Und dann in die Mitte. Das bringt mir hier nichts, wenn ich jetzt hier schon gehe. Mir fehlen nämlich... Doch, mir fehlt was. Doch, mir fehlt was. Ich war gerade so am Überlegen. So. Jetzt ab nach unten. Ein Stockwerk runter. So. Hui. So. Dann hatte ich das doch so in Erinnerung. In die Mitte. Ich wusste jetzt nicht recht, ob in der Mitte zuerst oder ganz oben.